Hallo liebe Mitschreiter und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Odyssey. Da kommt gerade der Adler. Sorry, Mann. Ja, es geht heute weiter auf der Insel Kefalenia. Die werden wir aber eventuell heute verlassen. Schade drum eigentlich, es ist echt schön hier. Auch wenn viele sagen jetzt hier im Spiel, dass das kein schöner Ort ist, aber es sieht schon geil aus. Also extrem geil. Da kann man viel draus machen eigentlich. Ja, wir wollen dann heute die letzten Fragezeichen und Nebenquests absolvieren und können dann mit Barnabas, den wir in der letzten Folge kennengelernt haben, weil wir ihn befreit haben beim Zyklopen, mit dem fahren wir dann weg und können dann auch die anderen Quests weiter fortführen. So, was haben wir denn hier vorne? Das ist die Quest mit Elpenor, ne? Oder mit Barnabas? Ja, genau, ist dasselbe. Im Prinzip. So. Hier hätten wir noch ein Haus. Da wäre noch ein Schatz. Da hätten wir auch noch einen Schatz. Ne, ein Rätsel. Müssen wir mal schauen, ob wir die machen können heute. Und hier wäre noch eine Mission. Ja, Leute, dann machen wir die doch mal direkt hier vorne. Perfekto, da sind wir ja nah dran. Und wo müssen wir hin? Darüber. Wer erwartet uns hier oben? Ich hab keine Ahnung. Ein Mann. Hey, was machst du hier? Söldner, du musst mir helfen. Muss ich? Wenn du weißt, was gut für dich und deinen Geldbeutel ist, dann ja. Ich höre. Ich bin aus Athen verbannt worden. Ich weiß, wenn man mich so ansieht, ist das sehr schwer zu glauben. Nee, eigentlich nicht. Dämon scheint einer deiner Stärken zu sein. Sehr gut. Wie sehr ist Demut einer deiner Stärken? Wenn man reich ist, kann man sich erlauben, stolz zu sein. Mal sehen, ob es dabei hilft, mich zu überzeugen, dir zu helfen. Meine Drachmen sprechen für sich. Wo ist das Problem? Es ist mein Bruder Ornios. Banditen haben ihn gefangen. Wir wurden angegriffen, als unser Schiff anlegte. Die müssen den Reichtum über das Meer gewittert haben. Ich konnte entkommen, aber er sitzt im Hafen wie ein Tier in einem Käfig. Und du willst, dass ich ihn befreie? Bring ihn zu mir, ohne dass ihm mein Haar gekrümmt wird, und ich bezahle dich gut. Könnten wir machen, Leute, ne? Warum wurdest du verbannt? Das können wir auch fragen. Also wollte dich jemand aus Athen raushaben? Viele jemande, um genau zu sein. Ornios und ich wurden aus demselben Grund verbannt. Betrug nannten sie es. Aber so ist das Leben, nicht wahr? Du kennst das bestimmt auch, oder, Söldner? Was? Das Söldnerleben ist natürlich kein ehrliches Leben. Aber keine Sorge. Bei mir ist dein Geheimnis sicher. Hüte deine Zunge, alter Mann. Oder auch noch frech, der alte Sack da. Aber wir machen die Quest, aber nicht, weil wir ihm helfen wollen, sondern weil wir das Geld wollen. In dem Fall. Ich rette deinen Bruder, aber nicht umsonst. Ja, ja, natürlich. Drachmen sind die einzige Sprache, die ihr Kefalenia versteht. Nee. Ich bin aber keiner. Wusch. Es kommt nicht darauf an. Oder kommt nicht darauf an, dass wir Geld wollen, sondern wie man behandelt wird. Und wenn der Typ schon so herablassend von den anderen Leuten spricht, dann, ja, macht man das auch nur für Geld, sonst nicht. Bei den Dorfbewohnern haben wir es ja umsonst gemacht. Den hat man dann, der hat uns was angeboten, aber wir hatten ja abgelehnt. Das war, glaube ich, vor 2-3 Folgen ungefähr. Also es kommt immer auf die Art und Weise drauf an, wie man mit Leuten umgeht. Dann kann man das auch oftmals ohne Geld lösen. Aber das versteht dieser, ja, dieser charakterlose Hund nicht. So, hier vorne ist dann dieser Spacken auch schon. Guten Tag, du blöd Hannes, du. Können die es wagen, Hand an mich zu legen. Und du? Hier, eine Drachme für deine Mühe. Obwohl du früher hättest kommen können. Dein Bruder schickt mich. Was für ein Spacken. Ich lasse jetzt den Hund frei und lass die beide auffressen davon. Echt jetzt. Um das klarzustellen, ich bin es, der dich rettet. Und wenn das Geld deines Bruders nicht wäre, würde ich dich an die Schweine verfüttern. Komm mit, bleib in der Nähe und halt den Rand. Richtig so, Alexios. Genau so muss man mit denen reden. Abschaum. Absoluter Abschaum. Ornios, endlich wieder vereint. Ich weiß nicht, wo du immer diese Raubeine findest, Bruder, aber sie leisten gute Arbeit. Das ist sehr rührend, aber ihr schuldet mir Geld. Sehr viel Geld. Ich habe gesehen, wie du eine meiner Truhen geplündert hast.
Betrachte es als Schmerzensgeld für deine Hybris, Malaka. Er hat dich heil hergebracht, Ornios. Lass ihn gehen. So schnell wie möglich. Boah, Alter, was für Spacken. Hier, Erschlicher. Oh. Hupsi. Ich kann mit denen kämpfen. Okay. Ich mache die jetzt platt. Komm, die... Ja. Blödköpfe. So. Es kommt davon, wenn man große Fresse hat. Tschüss. Chill mal eine Runde auf dem Berg da. Ja, okay. Das war eventuell ein bisschen übertrieben. Tut mir leid, aber ich wusste nicht, dass das geht überhaupt. Verdient haben sie es auf jeden Fall. Egal. Die nerven keine mehr. Oh, der Vollmond scheint. Eieiei. Ach nee, das Haus. Das wir schon von Weitem gesehen hatten. Kleptus-Ausguck. Okay. Hier ist auch irgendwo ein Schatz. Ist das der hier? Nee. Frischer Fisch in der Dose. Oder in der Kiste. Ob der so frisch ist, weiß ich ja nicht. Wenn der hier oben beim Galgen rumhängt. Nee, ist kein Galgen. Aber könnte einer werden. Oh. Upsi. Wusste ich nicht, mein Lycoris. Tut mir leid. Das war doch keine Absicht. Ich wusste nicht, dass ihr hier seid. Ach so, Moment. Hier. Erstmal ins Gesicht treten. Das müssen wir heute auch noch ein bisschen machen, ne? Und zwar bei beiden. Geh weg. Okay, 3 Stück haben wir hier als Gegner. Ey. Du Schweinehund. Ha, beide auf einmal weggeballert. So, der braucht auch nochmal einen Tritt ins Gesicht, damit er auch weiß, wer wir sind. Wir sind nämlich Alexios, der legendäre Kaputtreter. Boah. Na komm, ich hol dich, du Hund. Okay, Leute, die hätten wir besiegt und wir schauen mal, was wir denn hier finden in dem schönen Haus. Okay, also das ist schon mal eine geile Aussicht hier von der Terrasse aus. Alter Schwede. Wow. Das ist impressive. Sowas würde ich auch gerne nehmen. So ein Häuschen oben auf dem Berg. Wo ist denn das alles hier? Oh, ich brenne schon wieder. Toll. Klasse. I'm burning, man. Ja, echt mal. Blöde Ziege, du. Okay. Dann gehen wir mal hier die Leiter hoch. Und da wird ja irgendwo der Schatz drin sein, denn... Denke ich mal. Aber wo? Was haben wir hier? Drachmen. Alles nur Standard hier, überall so ein bisschen. Boah, alter Schwede. Wie cool das aussieht. Oh Mann. Das ist schon echt sehr geil. Aber wo ist der Schatz? Ach hier, okay. Hat sich erledigt. Wunderschön. Jagdhandschuhe, Level 8. Können wir noch nicht anziehen. Da wir Level 7 sind, aber ist, denke ich mal, nicht mehr so weit weg. Und damit hätten wir das auch geschafft. Dann können wir eventuell schon mal weiterziehen. Und zwar würde ich dann mal schauen, dass wir bei dem Haus hier noch den Schatz aufsammeln. Dann können wir da noch das Rätsel machen. Haben wir das hier schon, Dorf Kausos, haben wir das schon abgeschlossen? Bin mir nicht sicher. Kann ich mit ihm reden, Markus? Kannst du reden? Nö, er ist böse auf mich. Schade. Das, ist schade. Naja. Was haben wir denn hier unten? Was ist das denn alles? Eine Färberei oder? Ach nee, die machen hier den... Ach so, die stampfen den Wein da drin. Die Weintrauben. So, dann wollen wir mal da oben hin. Komm schon. Du schaffst das. Ja, perfekt. Und da haben wir es auch schon. Asche zu Asche. Es ist leicht, sich in schlechten Zeiten von den Göttern abzuwenden. Geh zum verbrannten Tempel in Kausos. Im verfluchten Tal von Pale findest du mich in einem Haufen brennender Asche, wo ein Gläubiger seinen Posten aufgegeben hat, um ein neues Leben als Pirat zu führen. So. Das hätten wir abgeschlossen. Dann schauen wir noch mal kurz hier vorne bei dem Dorf.
Oder wir gucken erstmal, wo die Rätsel sind und eventuell führt uns ja auch eins da zu dem Dorf. Da müssen wir nicht zweimal hinlatschen. So, wo sind die? Wo sind die Rätsel, die wir nehmen können? Ich würde es gern wissen. Ach so, hier, auf den Beutel muss man gehen. Alles klar. Dokumente. Genau. Das sind die Rätsel, die wir bisher gefunden haben. Hast du den Sprung gewagt? Alle auf der Insel glauben, hier könne man am tiefsten tauchen. Doch es gibt einen See an der Küste der Koliadai. Ist das denn hier? Ja, auf jeden Fall ist das hier auf der Insel. Habe ich eben gefunden. Und nochmal genau lesen. Es gibt einen See an der Küste der Koliadai, der bodenlos sein soll. Wenn du so tief tauchen kannst wie die Frau aus Marmor, wirst du mich finden können. Okay. Das ist hier neben uns, hier rechts. Küste der Koliadai. Und da soll der See sein, der ist hier. Und da sollen wir tauchen. Und das werden wir gerade mal tun. Und wir hoffen mal, dass wir damit dann auch das Rätsel lösen können. Okay, Freunde, hier ist der See. Und da ist schon mal eine Säule. Und ich denke mal, da wird auch irgendwo die Statue sein aus Marmor. Ah ne, anscheinend doch nicht. Wir müssen noch weiter runter. Okay, es sieht... Ach du Scheiße, ist das dunkel. Und sehr tief, sehr, sehr tief. Eieiei. Okay. Ach, hier ist was, okay. Das sieht gut aus. Ich glaube, das ist der Schatz, oder? Komm schon, was ist drin? Athena Hüftriemen. Ja, wow, das war alles? Nee, das war noch nicht alles. Ups. Entschuldigung. Ich will hoch. Wir müssen uns beeilen. Da ist noch etwas. Banditensandalen. Aber wo ist denn die Statue? Aus Marmor. Oder die Säule aus Marmor. Ich brauche Licht. Hat jemand eine Taschenlampe? Ich sehe absolut gar nichts irgendwie. Aber es ist doch der richtige See, oder? Es muss der richtige See sein. Und noch ein Versuch. Wir müssen eine Statue einer Frau aus Marmor finden. Doch wo ist sie? Hier sind auf jeden Fall noch einige Schätze nebenbei. Aber die sind's nicht. Eschenbogen. Interessant. Aber ich kann bisher noch keine Statue aus Marmor erkennen. Es ist auch so diesig hier. Ich sehe absolut nichts. Das ist schlecht. Und ihr werdet momentan auch gerade nicht viel sehen, gehe ich mal von aus. Aber es ist halt nur Wasser, ne? Was ist da noch? Ich kann ja mal gerade das hier machen. Ah, das erleichtert das ein wenig. Aber, hey, Junge, ich muss mich echt beeilen, ne? Ich ertrinke schon wieder bald. Ich war jetzt schon dreimal unten, Leute, dreimal. Und ich finde absolut irgendwie keinen Weg, um noch tiefer tauchen zu können. Also ich bin da am Boden angelangt. Und ich meine, es geht nicht weiter, aber ich finde auch nichts. Gibt es denn eine Fähigkeit, die uns irgendwie weiterhilft? Sechster Sinn? Nee. Fächerschuss, Schussfolge, Pfeilspitze, Überrennen, zweite Luft, Waffenbeherrschung, Schildbrecher. Das könnte auch interessant werden. Das machen wir vielleicht auch irgendwann mal. Rasches Attentat. Giftmischer. Verschwinden. Wir werden, glaube ich, mal rasches Attentat machen. Das ist cool. Machen wir mal auf X. Und dann können wir noch mit einem Punkt noch was anderes machen. Und zwar machen wir mal einfach zweite Luft auf Y. Genau. Aber ich weiß trotzdem noch nicht genau, wie das aussieht mit dem Tauchen. Ach hier, Leute, hier ist die Statue. Guckt mal. Och nö. Och Leute, das war so mittendrin. Oh, Alter. Wir haben es geschafft. Ich wollte gerade aufgeben, aber wir haben es geschafft. Boah, krass. Ein Glück haben wir es noch geschafft. Ich wollte gerade hoch und aufgeben und das nächste machen, aber
Jetzt habe ich es gefunden. Es war nicht am Boden. Ich dachte, es wäre ganz unten, aber es war so ziemlich in der Mitte. Falls das jemand noch suchen sollte irgendwann. Und was haben wir jetzt bekommen? Was bekommen wir denn dafür? Gerade gar nichts, oder? Nö. Dann machen wir mal weiter mit tödliche Anziehung. Wenn du dich auf Odysseus Reise machst, nimmst du den Weg nach Norden. Dort findest du einen Ziegenhof in Ithaka, wo ja einst Athena traf. Okay, nach Ithaka, das ist die Nebeninsel, die hier. Da schauen wir gleich mal vorbei. Doch zuvor gucken wir nochmal, ob das andere Rätsel noch hier auf der Hauptinsel ist. Dann brauchen wir nämlich nicht wieder zurück. So, Asche zu Asche. Verbrannter Tempel in Kausos. So, da sind wir. Und dann schauen wir nochmal gleich auf den Text, wo es denn genau sein soll. Okay. Es hieß ja irgendwas von Priester und Pirat. Ich denke mal, das ist dann irgendwo an der Küste. Eventuell. Wir schauen mal, das sieht ja ziemlich krass aus hier. Alter Schwede, das sieht aus wie in der Unterwelt. Das Dorf. Richtig übel. Im verfluchten Tal von Pale findest du mich in einem Haufen brennender Asche, wo ein Gläubiger seinen Posten aufgegeben hat, um ein neues Leben als Pirat zu führen. Okay, ein Haufen Asche. Okay, guck mal. Hier ist die Asche. Eventuell. Ah, okay. Ah, wir haben es geschafft. Sehr schön. Neue Gravur freigeschaltet. Ach so. Das schalten wir mit den Rätseln frei, die wir hier gefunden haben. Und hier ist noch ein Küstchen. Armschienen und Drachmen. Okay. Dann hätten wir auch nochmal zwei auch schon erledigt. Und gucken nochmal dann bei Ithaka. Bei dem dritten. Und auf dem Weg könnten wir dann noch da vorne den Schatz mitnehmen in dem Dorf. Oder in dem verlassenen Haus vielmehr. Dann hätten wir, glaube ich, alles mitgenommen von der Insel. Sehr schön, das klappt doch gut. Nach hier waren wir ja auch schon mal, Leute. Hier war nämlich dieser Typ, der uns dann die Quest gegeben hat mit dem Auftrag auf den Befehlshaber, den wir da besiegen sollen. Das war ja damals hier. Ey, geh mal runter vom Pferdchen, genau. Und hier war anscheinend auch noch ein Schatz. Der ist das hier? Nee. Da ist der Schatz, okay. Was ist es denn da? Kostbare Edelsteine, schön. Das freut mich aber, okay. Komm schon, Pferdchen, wir müssen rüber nach Ithaka. Ja, Leute, was haben wir denn da unten? Was haben wir denn da unten? Eventuell wieder Wölfe oder so, ne? Höhle der Nymphen, okay. Interessant. So, und dann? Hä, lol. Es ist ja wie bei... Ja, hä? Krass. Das ist ja richtig cool, Leute. Wow. Krasser Scheiß. Und wir haben da einen alten Opa irgendwie abgemorkst, oder? Ich hoffe, das war auch ein Gegner und nicht irgendwie ein Zivilist. Aber der hat ja bei dem gepennt daneben. Das würde keinen Sinn machen. Ja, okay. Das war eine coole Attacke. Voll ungewohnt. So ein bisschen wie bei Mittelerde, Schatten des Krieges. Aber es ist ja nicht hier, dass wir uns porten, sondern dass wir, das wird einfach dann in der Sequenz übersprungen, dass ihr darüber läuft. Würde ich mal schätzen. Und hier haben wir schon wieder Kampfhandschuhe. Viel Ausrüstung, die wir heute bekommen. Können wir wahrscheinlich alle verkaufen. Vielleicht auch ein paar Sachen davon anziehen, werden wir dann sehen. Aber ich würde gerne heute noch erstmal die Rätsel lösen. Dann haben wir alle drei geschafft, die hier auf der Insel waren. Und können dann getrost weiterziehen. Und müssen nie wieder hierher. Jedenfalls nicht mehr, weil wir irgendwas aufsammeln wollen. So. Wir schauen mal hier oben beim Fragezeichen. Wir sollen ja nach irgendeinem verlassenen Ziegengedöns gucken, ne? Ein Banditenlager. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, ey. Das gibt's doch gar nicht. Okay, da wollen wir die gerade mal wieder so kaputt machen, wie eben auch mit der Attacke. Die war ganz cool. So. Ey, warum geht das nicht? Ah, jetzt. So, jetzt den da. Kettenattentat. Bam.
Das war, glaube ich, ein Special-Typ. Gut, dass wir den besiegt haben. Und jetzt kommt der dran. Der kriegt nämlich den Spartaner-Tritt ins Gesicht. Und... Pff. Fatares, komm her. Ich habe einen dicken Speer, den ich dir ins Gesicht ramme. Und danach kriegst du noch meinen Schuh. Boom. Jawohl. Alter, der kann gut kugeln. Oh, er hat mich umgehauen. Aua. Scheiß Banditen. Die sind aber gut ausgerüstet für Banditen, ne? Mit Helm und so ein Kram. Nicht schlecht. Haben sich viel ergaunert wahrscheinlich. Ein Hühnerei? Was will ich mit den Hühnereiern? Was will ich damit? Das ist doch eklig. Ich hab schon so 20 faule Eier in der Tasche hängen. Das will doch keiner. Ah, okay. Das hier ist der Ziegenhof, Leute. Wir sind auf der richtigen Spur. Sehr schön. Der Kuckelhahn greift mich an. Warum das? Hä? Was macht das denn für einen Sinn? Warum greifen mich die Hähne an? Was haben die denn davon? Ach hier, guck mal. Da liegt doch was. Und da haben wir es auch. Ja, nawoll. Sehr schön. Cool. Hätten wir das auch geschafft, dann haben wir auch mit dem Beenden dieses Rätsels gerade alles geschafft, was wir auf Kefalenia hätten finden und machen können. Und das hat geschlagene 8 Folgen gedauert, bis wir dieses kleine Gebiet hier abgeschlossen haben. Und uns erwartet noch so fucking viel. Oh mein Gott, wie lange soll das dauern? Ich werde aber probieren, alles abzuschließen, denn die Welt ist so schön gestaltet, das müssen wir mitnehmen. Ne? Und bringt uns ja auch eventuell weiter, wenn wir dann viele Drachmen haben, die wir später in Ausrüstung und Schiff und so weiter investieren können. Okay, ich habe jetzt ca. 50 Minuten aufgenommen. Ich bin gespannt, wie ich das schneiden werde. Ihr werdet es wahrscheinlich dann an der Videolänge sehen. Und damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao.